Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Konrad TV. Heute haben wir wieder das Thema AdBlue. Wie man am Bordcomputer sehen kann, ist es Zeit, AdBlue nachzufüllen. Wo bekomme ich das benötigte AdBlue für mein Fahrzeug? Es gibt einmal die erste Variante im Autohaus. Da bekomme ich die Dienstleistung mit dazu. Kann ich auch in eine freie Werkstatt, in den Servicebetrieb fahren. Dann kann ich an die Tankstelle fahren, kann dort nachtanken an einer Zapfsäule. Aber dort meistens das Problem, dass es das Servicenetz nicht hergibt, der Tankstellen, dass es gar nicht so viele gibt, dementsprechend die AdBlue-Zapfsäulen haben. Oder ich gehe den einfachsten und smartesten Weg, gehe in den Fachhandel und kaufe mir dort mein AdBlue. Die drei Wege, die ich gerade beschrieben habe, sind unterschiedlich teuer, muss man auch sagen, unterschiedlich günstig. Wenn ich heute in ein Auto ausgehe, zahle ich die Dienstleistung mit dazu und muss pro Liter zwischen 3 und 5 Euro rechnen. AdBlue. Wenn ich heute zum Beispiel an einer Tankstelle bin, dürfte mit die günstigste Variante sein, bin ich bei 50 bis 60 Cent, muss aber das alles selbst machen. Das Problem, dass es einfach die benötigte Tankstelle teilweise 30 bis 40 Kilometer entfernt liegt. Oder besorgt man das Gebinde bei einem Fachhandel, jetzt bei der Firma Konrad, und dann habe ich dort einen Literpreis zwischen 60 und 70 Cent pro Liter. Wenn Sie AdBlue selbst nachfüllen wollen, gibt es drei verschiedene sinnvolle Gebinde. Einmal ein 1-Liter-Gebinde, die 5-Liter-Gebinde und als größtes das 10-Liter-Gebinde. Wie wir vorher gesehen haben, benötigen wir eine Menge von 13 Liter. Hierfür habe ich ein 10-Liter-Gebinde ausgesucht, um es nachzufüllen. Dieses 10-Liter-Gebinde ist ein Kunststofftank drin mit einem entsprechenden Schlauch hinten, mit dem ich den AdBlue-Behälter befüllen kann. Ich öffne das Gebinde. Und setze den Schlauch dementsprechend auf den Behälter. In unserem Fall befindet sich der AdBlue-Tank neben dem Kraftstofftank. AdBlue ist nachgefüllt. Einer sicheren Weiterfahrt steht nichts im Wege. Wie Sie gesehen haben, es geht einfach und schnell. Wenn Sie Fragen noch haben, rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei oder schicken Sie uns eine Mail. Wir freuen uns auch über Kommentare von Ihnen. In diesem Sinne, Servus und Ciao, Ihr Konrad TV.